Ja, Leute, ich begrüße euch hier auf Weibers Meerwasser zu einem neuen Teil in der Tagebuchserie zum Shallow Reef. Es hat sich haben sich ein paar Kleinigkeiten getan, die ich euch erzählen möchte. Das Becken an sich hat ein paar Höhen und Tiefen und wie sich das mit meinem Euphilien da hinten verhält, etc. pp. Also es gibt einiges zu erzählen, würde ich sagen. Fangen wir auch mal direkt an. Ja, schon mal vorab, heute ist Freitag. Beziehungsweise heute an dem Tag, wo das Video rauskommt, ist Freitag. Und morgen um 20 Uhr startet wieder eure beliebte Vipers Meerwasser Lounge. Die habe ich jetzt mal neu aufgelegt. Ich habe mir einen neuen Partner gesucht, weil der Markus Lufs, der hat sich aus der Meerwasserszene etwas zurückgezogen. Der hat jetzt erstmal gesagt, ich möchte jetzt erstmal eine Zeit lang nichts mehr mit Meerwasser zu tun haben, hat jetzt sein Hobby vorübergehend stillgelegt. Irgendwann würde er wieder aufschlagen, anfangen etc. pp. Nichtsdestotrotz, es hat eine relativ lange Zeit gedauert, bis ich jemanden gefunden habe, wo ich gesagt habe, ja, es geht ja im Endeffekt darum, dass ich einen Talkpartner habe, der nicht zu allem Ja und Amen sagt, sondern auch, dass er seine eigenen Meinungen hat, beziehungsweise seine eigenen Wege gegangen ist. Und der Kollege, den ich euch morgen Abend präsentieren werde, das ist der René Schlöter, der Betreiber des Kanals Fat Air und der Seite, lasst mich jetzt nicht lügen, traum-hobby.de. Er ist, ja, ich sag jetzt mal, relativ bewandert in vielen Dingen. Aber ich werde jetzt mal nicht zu viel vorabgreifen. Das wird morgen Abend um 20 Uhr hier auf meinem Kanal laufen. Als live, also sprich wieder Vipers Meerwasser Lounge. Erstmal wir beide, der René und ich. Und im weiteren Verlauf dieses Jahres werden wir uns dann wahrscheinlich wieder Gäste dazu holen. Also, das ist mal so schon mal als kleine Info vorab. So, Schnitt, Cut, kommen wir dazu. Ja, ihr seht, das Becken steht noch, immer noch. Ja, es läuft noch, es sind noch Korallen drin, es sind noch Fische drin und und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es tatsächlich geschafft, den Pinzett hier einzugewöhnen. Es war, ja, pauschal gesagt, ein kleines Problem und zwar mit meinem Lieblingsfisch da, mit meinem Japonicus. Als ich den eingesetzt habe, also erstmal so vorab, ich war ja beim Andi Sauerborn, und habe mir da einen entsprechenden Pinzett mitgebracht. Der hatte noch einen da und hat gesagt, jo, der frisst sogar. Ich sage, klasse, super. Ich sage, festhalten, vorab bezahlt. Ich sage, gib das Tier bloß nicht ab. Er ist relativ klein. Ich blende euch gleich mal entsprechende Videos zwischendurch mit ein. Er ist ungefähr nur so groß. Aber er ist tatsächlich futterfest. Der geht an Artemien dran. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das Tier eingesetzt. Ich muss mal gucken, ob ich da auch Aufnahmen von gemacht habe. Blende ich auch mit ein. Und das Erste, was hier passiert ist, ist, dass mein Japonicus wie von der Tarantel gestochen da zum Pinzett hin ist und den erstmal quer durchs gesamte Becken gejagt hat. Habe ich dann auch gedacht, ja super, jetzt hast du endlich ein Pinzett gefunden, der futterfest ist. Ein Pinzett, der von mir aus auch an alle Röhrenwürmer, die ich hier habe, drangehen darf. Und dann kommt da so ein blöder Japonicus um die Ecke und macht da so einen Stress. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Piep, genau, sagt man nicht. Dann bin ich erstmal hingegangen und habe gesagt, okay, dann machen wir jetzt eine Schwimmschule. Da ich den Japonicus nicht in meinen entsprechenden Behälter reinpacken konnte, also sprich meine Fischfalle, habe ich den Pinzett da reingepackt, weil der war noch relativ klein, war zwar nicht wirklich schön und habe den hier hinten in der Ecke platziert. Und irgendwann hat der Japonicus kapiert, jo, da komme ich nicht dran, ich schwimme einfach nur vorbei, damit ich dem zeige, was Phase ist. Ne? Ich bin noch da. Ähnlich läuft es im Moment. Das habe ich anderthalb Tage gemacht, habe auch den Pinzett dementsprechend zwischendurch immer schön brav gefüttert und das ist absolut geil. Man tut Futter rein und der frisst. Ja, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das für mich im Endeffekt bedeutet. Jahrelang wollte ich schon diesen Fisch haben, beziehungsweise ich habe schon zwei oder drei gehabt und habe sie nicht ans Futter gekriegt.
und hatte zu dem Zeitpunkt auch keine, ich sag jetzt mal, Futterbestände im Becken, die hätten fressen können. Ja, die Röhrenwürmer, die ich jetzt hier zu Hunderten drin habe, die sind auch erst in den letzten Jahren bei mir eingewandert, nach meiner letzten Plage, blende ich ein. Ich hab den Namen jetzt schon wieder vergessen. Asterinas? Nein. Seeastern, genau. Und ja, jetzt ist er hier angekommen und dann macht dann mein Lieblingsfisch dann so einen Riesenstress. Okay, es ist ein Akanthurus, ist klar, er ist der Chef im Becken. Es war echt krass anzusehen, als ich ihn eingesetzt habe. Der hat sich tiefschwarz verfärbt. Ich weiß nicht, ob ich da eine Aufnahme von habe. Wenn, dann zeige ich es euch auf jeden Fall. Der hat sich tiefschwarz verfärbt und hat den quer durchs ganze Becken gejagt. Mal abgesehen von der Tatsache, dass er den Pinzett durchs Becken gejagt hat, war das gesamte Becken wie leergefegt. Das habe ich noch nie gesehen. Alle Fische, ob das die Chromis waren, ob das die anderen Docks waren, etc. pp., bis auf die Clownies hinten, es war kein Fisch zu sehen. Der Japonikus hat sich umgefärbt und alle Fische weg. Das war total geil. Mal abgesehen von der Tatsache, dass er natürlich den Pinzett durch die Gegend gejagt hat. Das fand ich weniger geil. Ja, wie gesagt, 1,5 Tage habe ich ihn oben reingepackt und hatte das Ganze auch auf Insta angesprochen. Und ja, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und irgendwann hatte da einer geschrieben, müsste ich nochmal mit einblenden, passt doch mal auf, häng doch mal einen Spiegel hier vor. Ich dachte, da kann ich wahr sein, ne? Wie blöd bist du eigentlich? Wenn ich einen Doktor oder einen anderen Fisch fangen will, der auf seine eigenen Artgenossen relativ aggressiv reagiert, ja, dann hängt man den Spiegel da vors Becken oder vor die Fischfalle, in die Fischfalle. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich hab hier einen schönen Spiegel davor gehangen und mein Japonikus durfte sich austoben. Und mein PZ, ihr seht ja selber hier und da, schwimmt er jetzt mal ein bisschen frei durch die Gegend, wird in Ruhe gelassen. Ich habe das Ganze auch wieder 1,5 Tage gemacht, bis abends zu dem Zeitpunkt, wo dann dementsprechend Licht aus war. Dann habe ich den Spiegel weggenommen, weil ansonsten dreht er komplett am Rad. Hier hinten in der Ecke, blende ich auch nochmal separat ein, habe ich eine Höhle hingestellt und da konnte der PZ direkt erstmal sich drin verkriechen. Hat er auch die ersten 2 auf 3 Tage gemacht. War immer so sein Rückzugsgebiet und ja, der Japonikus hat sich dann jetzt hier schön ausgetobt am Spiegel und dann war das Thema nach 2 Tagen durch. Dass er jetzt hier und da ein kleines bisschen mehr Stresspusteln hat, shit happens, das war sowieso immer Streuselkuchen. Der hat immer leichte Pünktchen gehabt, aber der Rest der Belegschaft hier im Becken nicht. Und der Pinzett hat auch nichts. Also, toi, toi, toi. Ich hoffe, dass das alles jetzt hier so weiter ohne Probleme läuft. Wie gesagt, A, er frisst. B, er darf an die Röhrenwürmer drangehen. Und wenn er C, dann die Röhrenwürmer weg hat oder über hat, dann darf er sich gerne an meinen Glasrosen vergreifen. Was ich hoffe. Bei den Glasrosen bin ich hingegangen und habe dann im Vorfeld schon mal vorgesorgt. Bin hingegangen, habe einige Felder vernichtet, also man muss wirklich sagen Felder. Da habe ich definitiv auch eine Aufnahme von dem hinteren Bereich hinten links, wo meine Eufis stehen, da unten. Da war so eine Riesenstelle, ganzer Wald nur, ganzer Wald komplett nur Glasrosen. Ja, den oberen Bereich hier und da sind noch welche, da werde ich noch dran gehen. Dann habe ich noch eine etwas größere, die etwas unten im Riff rumliegt. Da komme ich relativ schlecht dran. Vielleicht werde ich die auch einfach nur unten abschneiden, keine Ahnung. Und hoffen, dass der Pinzett sich mit den jungen, aufwachsenden Glasrosen dann vergnügt. Das ist die Hoffnung. Ja. Ich möchte aber auch jetzt nichts anderes weiter mehr einsetzen. Also Thema Glasrosen muss jetzt dann im Endeffekt entweder von ihm erledigt werden oder ich muss tatsächlich hingehen und aktiv wegspritzen und hoffen, dass es nicht noch mehr wird. Fakt ist aber, ich habe ja in meinem Schacht sitzen noch 2 Garnelen drin, die ich da hinten nicht rauskriege, weil die sind einfach zu flott. Der Schacht ist komplett glasrosenfrei.
Da waren ja auch Glasrosen drin, ich glaube so 30, 40 Stück haben sich an den Wänden da vermehrt. Und da habe ich dann auch gedacht, ja klasse, wie kriegst du den Mist da raus? Ja, das hat sich tatsächlich erledigt. Aber da sitzen die Garnelen aber auch auf kleinstem Raum zusammen, zwei Stück. Und die eine gönnt der anderen die Glasrose nicht. Also auf wirklich kleinstem Raum. Also je größer das Becken, desto mehr Garnelen muss man wahrscheinlich haben. Warum jetzt der Rest nicht mehr da ist oder zu sehen ist, keine Ahnung. Also die sind sowieso relativ schlecht zu sehen. Und ja. Pascal, schauen wir mal, was passiert. Das erstmal zum Thema Japonicus und Pinzett und Daumen hoch für Sportlichkeit. Nochmal vielen lieben Dank an die Sauerborn, der mich da unterstützt hat. Beziehungsweise, ja, der gesagt hat, pass auf, ich habe hier einen und der den für mich festgehalten hat. Ist keine Selbstverständlichkeit und ja, gut, kommen wir zum nächsten Thema. Ja, das nächste Thema ist im Endeffekt, wie schaut es allgemein aus? Ich gehe mit euch mal kurz so nebenbei durchs Becken. Und ja, im Endeffekt ist es so, dass ich momentan hier tatsächlich mit sehr hohen Nährstoffen kämpfe. Ob das jetzt tatsächlich hinten an dem Vitalis-Futter liegt oder nicht, das werde ich jetzt demnächst mal versuchen herauszufinden, indem ich nämlich erstmal das Futter wechsle. Das Vitalis-Futter, muss ich ganz ehrlich sagen, die Fische sind verrückt danach. Die ja, sind definitiv, sobald die den Futterautomaten hören, es sind alle da. Bis auf Pinzett und meine beiden Spinnenfische. Die sind tatsächlich nicht an der Stelle. Und die Clownies kriegen erst abends tatsächlich was. Und die Clownies, das wird nicht, leider nicht so weit da hierhin getragen, dass das Ganze bis hier hinkommt. Tatsächlich habe ich gerade eben noch eine Messung gemacht. Sieht so aus, dass mein Phosphatwert momentan bei charmanten ja, 0,12 ungefähr liegt. Ja, gemessene 40 auf dem HANA-Checker, blende ich euch auch nochmal eben kurz ein, ist eine ganz aktuelle Messung. Die letzte Fütterung ist um 11 Uhr, wir haben jetzt ungefähr 15 Uhr und ja, hat sich natürlich dann einiges aufgelöst und ich gehe mal davon aus, dass es am Futter liegt. Und natürlich immer noch an der Menge an Fisch, die ich drin habe, das ist ja auch nicht gerade wenig. Die drei Doktoren, das Fuchsgesicht, die vier Chromis, meine Schlafmäntelchen da oben, die Pyjamas, Chromis habe ich gesagt, Flammenkaiser, zwei Fadenbachsche, mein Pinzett, die Clownies, also ist eine ganze Menge an Fisch drin. Also damit halte ich natürlich den Phosphatwert extrem hoch. Klar, logisch, die Jungs brauchen auch was zu futtern. Da muss ich definitiv darauf achten, dass die genug kriegen, aber das ist das kleinere Problem. Das größere Problem ist tatsächlich momentan der etwas zu hohe Phosphatwert. Was ich auch gemerkt habe, nach der letzten ICP, wo ich so die Probleme mit dem Zink und Nicht-Zink etc. hatte, da wurde ja immer gezeigt, ja, ein bisschen Fluor muss nachgegeben werden, ein bisschen Jod muss nachgegeben werden, Mangan. Ich bin jetzt tatsächlich dabei und muss ich zu meiner Schande sagen, dosiere das aus dem Bauch heraus. Die Mengen, die ich jetzt hier zugebe, ist im Prinzip das. Ich habe die, na, süßer Kleiner, ja, da kommt der Pinzett vor. Ja, der kann sich hier ohne Probleme bewegen. Schönes Tier, wunderschön. Ja, wo war ich? Achso, HIV, habe ich vergessen. Shit. Jetzt habe ich es wieder. Die aus dem Bauch heraus dosierten zusätzliche Elemente. Also das Jod kommt jede Woche einmal eine kleine Gabe rein. Wobei ich nicht weiß, ob das tatsächlich reicht oder nicht, aber es ist definitiv mehr jetzt im Becken drin. Zum Zweiten packe ich Fluor rein und zwar in der Menge, ich hatte zwischen den beiden ICPs ungefähr 4 Wochen und das erste war nach dem Wasserwechsel, das zweite war normal. Und die Menge habe ich eben durch 4 geteilt und gebe die jetzt wöchentlich rein. Also ich habe hier hinten hatte ich den Behälter mit Fluor stehen und da messe ich dann immer ab und gebe es dann einmal die Woche rein. Man könnte natürlich auch das Ganze jetzt auf die Elemente da unten hochdosieren, aber das ja,
dann müsste ich alles, was da unten drin ist, komplett rausholen, neu ansetzen etc. Nee, dann gebe ich das lieber erstmal so von Hand hinzu. Und was hatte ich noch? Mangan. Okay, Mangan war nur ganz wenig und das lasse ich jetzt mal außen vor bis zur nächsten ICP. Aber seitdem steht das Becken wieder besser. Ich hatte jetzt folgenden Effekt gehabt. Ich hatte zu wenig Jod, ich hatte zu wenig Fluorid, zu wenig Mangan. Sowieso einen sehr hohen Phosphatwert, also sprich hier meine Akros bzw. die Tierchen, die ich jetzt hier habe, die müssen einiges abkönnen bei einer 0,12. Das ist relativ viel, aber sie können es ab. So, und einerseits die Fehlmengen, die im Becken waren, plus die etwas erhöhte Belastung, die die Tiere normalerweise wegstecken, hat dazu geführt, dass sie so ein kleines bisschen geschwächt war. Und ich hatte ich ja gemessen letzte Woche, hier mit dem Paarwise, beziehungsweise auch mit der Photon-App, habe ich die Lichtwerte verglichen. Und tatsächlich bin ich der Meinung, da das Becken ja hier auch sehr flach ist, dass hier oben zu viel Licht angekommen ist. Also man muss mal so sehen, wenn ich jetzt Signature-Korallen hier reinsetze, da muss ich natürlich mit entsprechenden Nährstoffwerten arbeiten. Die müssen schön weit unten sein, etc. pp. Die können nicht so viel ab wie meinetwegen hier meine bisherigen Akkus. Bei denen ist es aber so, dass sie dann im Endeffekt mehr Power brauchen. Bei denen hier kann ich tatsächlich hingehen und kann den Lichtdruck reduzieren. Habe ich auch getan. Und siehe da, nachdem ich dann wieder meine Fehlmengen an Spurenelementen etc. aufgefrischt habe und das Licht ein kleines bisschen reduziert habe, sind meine ganzen Korallen wieder hingegangen und fangen wieder an zu wachsen. Hier vorne, die blende ich ein, den Namen habe ich wieder vergessen, die hatte überall verbrannte Spitzen. Also das liegt jetzt nicht nur unbedingt am Licht. Also nein, diese Waffe ist definitiv, diese Lampe ist definitiv eine Waffe. Weil, wenn sie zu hoch eingestellt ist und man sowieso schon Probleme im Becken hat, dann wird die Sache noch schlimmer. Das habe ich jetzt tatsächlich hier und da gemerkt, aber ich habe die Kurve noch gekriegt. Ich bin jetzt hier tatsächlich mit den zwei kleinen Akkus, die ich gebadet habe. Letztes Mal habe ich ja gesagt, die haue ich mir in die Probiotika rein. Die haben sich wieder einigermaßen gefangen, die Stellen, die nicht so stark angegriffen waren. Wir haben jetzt noch keine vernünftigen Wachstumsspitzen. Das kommt noch, hoffe ich. Aber sie sind auch nicht weiter kaputt gegangen. Das heißt, das reduzierte Licht, die aktuelle Lichteinstellung, die ich jetzt habe, blende ich euch gleich mal kurz mit ein, hat es tatsächlich geschafft, dass sich das Ganze wieder normalisiert hat und regeneriert hat. Zum Teil. Ja, ich hatte ja hier an meiner Craft Monty das gleiche Spiel. Die wächst immer ein Stück und dann hat die wieder irgendwas oder irgendwas fällt da drauf und dann bleibt die so klein. Ich kriege die einfach nicht größer. Es ist zum Mäusemecken. Aber Fakt ist, komischerweise, im Endeffekt, mein Verbrauch, den ich hier habe, an KH und am Calcium, ist vollkommen gleich geblieben. Das heißt, der war mal eine Zeit lang, wo ich die etwas zu hohe Belastung drin hatte, beziehungsweise noch nicht, wo die Korallen sich noch nicht ganz erholt haben, da war der etwas zurückgegangen. Aber nur minimal, komischerweise. Wirklich nur minimal. Und alles andere scheint dann entsprechend gezogen zu haben. Keine Ahnung. Fakt ist, das Becken zieht ganz normal. Also ich habe keine Probleme mit Nährstoffen, mit dem Verbrauch von KH und Calcium. Nährstoffprobleme habe ich sowieso. Von daher, ja, ich weiß nicht, ich werde vielleicht ein kleines bisschen mehr Absorber einsetzen müssen. Da werde ich mal schauen. Ich muss mir meinen Wirbelwertfilter sowieso ein bisschen überarbeiten. Das ist ja ein gedruckter und hier und da hat er ein paar kleine Probleme. Ich muss mal schauen, ob ich da nicht noch irgendwas anderes organisiert kriege. Fakt ist aber, jetzt nachdem ich sag mal, mit dem Licht runtergegangen bin, also ich fahre das Becken jetzt auf 35% Leistung, und die Paarwerte reichen vollkommen aus. Ihr seht, die Korallen stehen super hier. Der einzige, der tatsächlich die ganze Zeit immer noch rumzickt, ist hier vorne die Goniopora. Die kommt aber auch schon wieder.
die sieht schon wieder besser aus. Ist übrigens egal, ob ich die da oben hinstelle oder da unten hinstelle. Die hat das gleiche Öffnungsbild. Also keine Ahnung warum. Was ich jetzt auch gerade wieder noch neu probiere, ist hier unten. Das ist eine Beachbam. Die habe ich mir vom Josef organisiert. Dafür nochmal danke, Josef. Ja, ist der zweite Versuch. Ich hoffe, dass es diesmal vernünftig klappt. Ist ein Ableger von ihm, der mittlerweile auch schon wieder angefangen hat zu wachsen. Und ja, schauen wir mal, ob es funktioniert. Ich lege ihn jetzt da unten erstmal ein bisschen ins schummrige Zwielicht, damit er sich an die Lichtverhältnisse gewöhnt. Ist ähnlich wie mit der Cypastrea, die ich da hinten habe. Als ich die hier reingepackt habe, da wurde die auf einmal fast weiß. Ich verdammt doch mal, was soll das? Gebt mir die Koralle ein. Nee, die mussten sich tatsächlich erst an die Lichtverhältnisse und an den neuen Standort gewöhnen. Und genau das gleiche versuche ich jetzt da unten halt mit der Beachbam. Die soll da unten auch von mir aus gerne über den Boden wachsen. Wir werden das sehen. Also ich werde da euch definitiv auf dem Laufen halten, wie es da unten mit aussieht. Ja, aber alles in allem, ihr seht, der Euphilia-Wald sieht recht gut aus. Das Einzige, was ich sagen muss, ich habe hier hinten von der einen Toxic Green mit den rosa Spitzen, da musste ich einen Teil von wegnehmen. Da weiß ich noch nicht ganz genau, warum das so ist. Ich bleibe aber dran, sobald wieder die Korallen anfangen irgendwie rumzuzicken, werden die wieder behandelt, gebadet, aufgeputscht. Ja, ich habe da nämlich keine Lust drauf. Komischerweise ist es nur bei denen der Fall. Alles andere steht soweit. Was auch noch ist, ich habe ja die beiden Testkorallen gehabt. Einmal da oben die Euphilia, und die andere, die daneben stand, die kleinere, die steht jetzt da in der Mitte. Und die kleinere in der Mitte, die war ja unbehandelt gewesen. Die jetzt da oben steht, das war die behandelte. Die hat zwei Behandlungen mit dem Probiotika gekriegt. Und die kleinere hatte zuerst keine Behandlung gekriegt. Und die sah dann auch nicht ganz so toll aus. Ihr habt da ja oben auf der Bank gesehen, nebeneinander. Die ist so ein bisschen kümmerlich gewesen. Aber jetzt da hinten, ich habe sie jetzt... Vor anderthalb Wochen hab ich ja zwei Behandlungen zukommen lassen mit den Probiotika. Und ihr seht selber, die sieht da hinten gar nicht mal so schlecht aus. Die ist noch nicht so buschig, wie sie sein soll. Ich denke mal, das kommt noch. Aber ich habe die halt in dem Zeug gebadet. 2,5 Stunden. Ja, im Prinzip hingegangen. Könnt ihr, wenn das Zeug dann dementsprechend rauskommt, wenn es dann auf dem Markt ist, könnt ihr eigentlich hingehen, nehmt euch eure Koralle, nehmt ein Becherchen, löst da drin die entsprechende Menge auf, packt eure Koralle rein, packt sie mit hier ins Becken rein, sodass die warm bleibt, und lasst die einfach nur 2,5 Stunden drin. Danach packt ihr sie ganz normal wieder raus, und ja, das Ergebnis seht ihr da hinten. Also die sah sehr viel schlechter aus, die sah sehr viel kleiner aus. Und von daher kann ich pauschal sagen, es hat einen positiven Effekt. Auch hier meine beiden Akroporen, die wieder Wortfindungsstörung, Mensch, die da hinten saßen, die haben sich ja auch wieder erholt. Das kann jetzt einerseits natürlich mit den Probiotika zusammenhängen, andererseits kann es natürlich genauso gut damit zusammenhängen, dass ich mein Fluorid, mein Jod und die Lichtverhältnisse wieder angepasst habe, etc. pp. Es ist relativ schwer, das momentan nachzuweisen, beziehungsweise zu sagen, daran liegt's, weil das waren leider gleichzeitig relativ viele Baustellen. Aber mit der Euphilia kann ich definitiv sagen, nach den zwei Behandlungen, nach den zwei Tagen, wo ich das Ganze gemacht habe, sah es direkt sehr, sehr viel besser aus. Also, kann ich nur empfehlen, das Zeug wird auch demnächst irgendwann auf den Markt kommen, halte ich euch auf dem Laufen. So, und last but not least, werfen wir nochmal einen Blick auf die Technik. Und ja, ihr seht das Chaos. Och, da ist ja die Bedienung runtergefallen. Den muss ich noch anschieben. Hier steht hier mein Material mittlerweile drin. Hier mein... für den Abschäumer, hier mein Behandlungsbehälter für die Probiotika-Intensivbehandlung, mein Atemkalk, den habe ich nicht ganz aufgefüllt, ich war zu faul, nein, passt soweit. Und ja, ihr seht da vorne den Mikrovolt-Monitor von Aquamedic, und der zeigt mittlerweile ein ganz anderes Ergebnis an, als wie er gestartet hat. Gestartet waren wir bei 200 und. Und Fakt ist, jetzt fahren wir bei einer charmanten 415 circa. Und man merkt auch sofort,
wenn ich irgendwas im Becken mache. Das ist, ja, ruckzuck geht, wenn ich meinetwegen hier die Scheiben sauber mache oder den Boden absauge, da geht sofort dieser Wert nach unten. Sofort. Ja. Kann ich vielleicht mal versuchen einzublenden. Weiß ich noch nicht, ob ich, ist eigentlich noch nicht so weit mit dem Reinigen. Aber das ist schon echt krass. Also Fakt ist, Aquamedic sagt ja sowieso, wenn man das Ding einsetzt, erstmal nicht auf die Zahl gucken. Weil das passt nicht. Der muss sich erst einlaufen, da muss ein Biofilm drauf, etc. pp. Haben sie mit Recht gehabt. Also das ist so nach und nach tatsächlich Woche für Woche hochgegangen, der Wert. Und ja, ich sage jetzt mal so, nach zwei Wochen, tatsächlich zweieinhalb Wochen, haben wir uns dann so bei 390, 400 Millivolt dann tatsächlich eingefunden. Und ja, ihr seht, das passt soweit. Ich könnte jetzt versuchen, mal mit dem Wert ein bisschen zu spielen, wenn ich, indem ich zum Beispiel meinen Ozon weiter nach oben schraube, dann müsste der Wert eigentlich steigen. Werde ich jetzt mal demnächst ausprobieren. Sage ich euch dann im nächsten Video. Ja, und was ich noch geschafft habe, zum Glück meiner Frau, ich habe das Becken noch leiser gekriegt, als wie tatsächlich jetzt schon ist. Und zwar hatte ich grundsätzlich immer die Problematik, wenn die Ocean Motion hier, wie jetzt zum Beispiel die rechte, die bläst jetzt zum Beispiel hier rüber und dann baut sich natürlich hinten im Schacht ein etwas höherer Wasserstand auf. Und dieser Wasserstand geht dann ziemlich zügig hinten über den Notablauf und dann fängt es an zu gluckern. Das war unschön. Ich habe da jetzt eine entsprechende Lösung für und die blende ich euch jetzt mal mit ein. Und zwar ist es relativ einfach gewesen. Ich habe den Durchgang, der nach unten geht, im Prinzip noch weiter reduziert. Durch einen zusätzlichen Ring, den ich da oben eingesetzt habe. Also da ist ja sowieso ein V-Ausschnitt drin, in der Kappe, die ich da oben reingesetzt habe, um relativ wenig Wasser da oben drüber laufen lassen zu können. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir halt durch die Ocean Motion immer wieder Bewegungen drin haben, unterschiedlicher Wasserstand im Schacht, ist das nicht möglich. Und jetzt habe ich den Abfluss da oben so weit reduziert, dass da immer noch Wasser rein kann, aber nur ganz wenig. Und diesen Ring, den ich eingesetzt habe, der ist so flach, dass wenn jetzt meinetwegen sich tatsächlich irgendwas verstopft im System da hinten, dass der Wasserstand genau bis hier steigt, also sprich 1,5 cm, ja, kurz bis unter Unterkante, und dann im Endeffekt das über den Notablauf überläuft. Blende ich euch mal kurz mit ein, ist ein bisschen tricky da hinten das Ganze jetzt zu zeigen, aber es funktioniert. Das Becken ist leise, noch leiser. Ja, man hört natürlich, ich habe da hinten die Ventilatoren laufen, die hier meine Abdeckung unterblasen. Der Abschäumer, wenn ich hier die entsprechende Verkleidung auf habe, der ist, ich sag mal, so ein kleines bisschen zu hören, wie jeder Abschäumer ist in irgendeiner Form zu hören. Von daher, wir haben eine gewisse Grundlautstärke, das Becken ist nie hundertprozentig leise, dafür müsste die komplette Technik woanders hin. Dann wäre das vielleicht möglich, aber wenn der Technik hier, so wie hier, unten drunter ist, dann ist definitiv eine Geräuschkulisse da. Und da kann man sich noch die teuerste Technik holen, man hört es. Man hört es grundsätzlich. Es ist immer irgendeine Kleinigkeit zu hören. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich habe da nämlich noch eine ganz große Überraschung. Ja, Leute. Und zwar habe ich euch ja groß und breit erzählt, dass ich hier schwer investiert habe und das Ganze versucht habe, energieeffizient aufzuziehen. Es ist tatsächlich rein rechnerisch, auch das, was ich hier von meiner Steckdose erhalten habe, tatsächlich relativ oder sehr viel weniger. Ich blende euch das nachher mal kurz mit ein, aber wir gehen jetzt einfach mal hin. Ich habe nämlich jetzt tatsächlich bei meinem Versorger bin ich hingegangen und musste jetzt sowieso meine entsprechenden Zählerstände durchgeben. Und da habe ich dann dementsprechend mal, bin ich hingegangen und habe hier meine Verlaufskurve mal mir angeguckt. Und ich habe es tatsächlich geschafft, von einem entsprechenden Verbrauch von letzten Jahr von 9650 Kilowattstunden insgesamt für Haus, Hof und Teich und Pool, wobei ich da draußen eigentlich nichts geändert habe,
sondern die Masse, die ich geändert habe, war hier. Also tatsächlich das Aquarium. Anfang letzten Jahres hatte ich ja auch noch hinten das kleine Aquarium laufen. Noch eine Zeit lang, 2-3 Monate. Nee, stimmt gar nicht. Bis zum Ablesezeitpunkt war das weg. Bis März, meine ich. Fakt ist, letztes Jahr hatte ich 9.650 Kilowattstunden und dieses Jahr habe ich tatsächlich nur 8.188 Kilowattstunden. 1.400 und blende ich euch ein, Kilowattstunden weniger verbraucht. Das macht summa summarum um die 400, 450 Euro bei meinem momentanen Verbrauch. Und Fakt ist, das hat sich gelohnt. Das rechtfertigt nicht die Kosten für dieses Becken und für die Lampen. Klar, bis ich das raus habe im Endeffekt und Röhren raus habe etc., ist das definitiv mit der Amortisierung dauert. Klar, logisch. Aber Fakt ist, meine tatsächlich laufenden Kosten im Moment sind gesenkt. Ich könnte meine Abschläge dementsprechend weiter runtersetzen. Könnte ich. Mache ich aber nicht. Weil ich nämlich jetzt dementsprechend erstmal Reserven habe. Und das, was ich hier eingespart habe, genau das gleiche Spiel ist mir nämlich beim Wasser auch passiert. Und das zeige ich euch jetzt mal hier. Jetzt gehen wir einmal, Moment, so zurücksetzen. So, zurücksetzen und jetzt müssten wir, jetzt, ich und Technik. Ich mache mal einen kurzen Break. So, jetzt habe ich es. Und zwar gehen wir zum Wasserverbrauch, den habe ich nämlich beim gleichen Anbieter. Und da mache ich euch dann auch jetzt mal hier ein entsprechendes Foto von. Ein Foto davon. Und letztes Jahr habe ich verbraucht 104 Kubikmeter Wasser. Für diese 104 Kubikmeter Wasser muss ich natürlich auch Abwasser bezahlen. Ja, lassen wir jetzt mal von den Kosten, reden wir mal jetzt nicht. Das ist relativ, im Vergleich zum Strom ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein. Dieses Jahr, jetzt wo ich die MyAK 1900 einsetze, sprich weniger Abwasser, habe ich tatsächlich anstatt 102 nur 94 Kubikmeter verbraucht. So, jetzt muss ich dazu sagen, ich habe hier unten eine Grundwasserpumpe. Die Grundwasserpumpe ist für den Garten. Also mit dem Garten hat das schon mal nichts zu tun. Also da könnt ihr nicht sagen, der Sommer war ja nicht so toll und ja, muss es ja auch nicht so viel gießen. Nee, das hat damit nichts zu tun. Mein Wasser für den Garten, das kommt ganz woanders her. Also, das, was ich hier habe, ist tatsächlich das Wasser, was ich jetzt hier verbraucht habe oder weniger verbraucht habe. Also, 6 Kubikmeter Wasser ist schon eine Hausnummer. Das ist ganz schön viel im Endeffekt. 6.000 Liter aufs Jahr gerechnet. Blende ich euch auch mal eben kurz mit ein, die Rechnung. Hat sich dann dementsprechend definitiv gelohnt. Das ist dann auch Kosten, die im Endeffekt weniger sind. Dafür müsste ich jetzt da unten die Stromkosten hochrechnen, draufrechnen. Brauche ich aber nicht, weil ihr habt gesehen, ich habe ja insgesamt 1400 Kilowattstunden weniger verbraucht. Allein schon durch den Aufbau, den ich jetzt hier so gemacht habe und geplant habe, selber geplant habe. Und das hat's gebracht. Das hat's wirklich gebracht. Und da bin ich auch richtig stolz auf mich. Ja, hier. Da darf ich da mal definitiv mir auf die Schulter klopfen. Finde ich klasse, dass das tatsächlich so funktioniert hat. Ja, alles in allem muss ich sagen, kann ich mich also so gesehen über Zustand meiner Korallen, Stromverbrauch übers Jahr und den Erfolg mit dem Pinzett nicht genug beschweren. Und ich habe euch jetzt schon wieder lange genug zugelabert. Ich glaube, das Video war schon wieder viel zu lange. Sorry, aber tatsächlich, ich will ja hier die entsprechenden Informationen weitergeben. Das ist ja nicht nur einfach, guck mal, Lila ist toll, ne? Nein, machen wir hier nicht. Hier werden Informationen verbreitet, warum, weshalb, wieso, Hintergründe etc. Das ist Sinn und Zweck dieses Kanals, warum ich das hier alles für euch mache. Ja, wie ich am Anfang schon gesagt habe, morgen Abend, 20 Uhr, Livestream, Vipers Meerwasser Lounge mit dem René Schlöter zusammen, mein neuer Talkpartner. Ja, bitte? Achso, es wurde dosiert. Und dann schauen wir mal, was das Ganze gibt. Das Thema ist für euch garantiert sehr interessant. Es geht sich generell um die Nano-Aquaristik. Warum, weshalb, wieso, Vorteile, Nachteile etc. pp. Das wollen wir alles besprechen. Also, seid auch morgen Abend wieder mit dabei, wenn es heißt, Vipers Meerwasser Lounge. Und ja, genug geredet für heute, Feierabend. In diesem Sinne, schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video geschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch. Däumchen nicht vergessen. Euer Vipers. Ciao.
Und du? Was ist los? Ja, später.